Fantastic. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Clash Royale und ihr könnt mehr oder weniger schon die nächste Aufgabe sehen, die mir gestellt wurde, mehr oder weniger die nächste Wette. Und zwar nennt sich das Ganze, oder derjenige hat es mit Truhen Challenge betitelt. Das ist auch recht treffend. Und zwar muss ich die Truhen aufmachen und darf dann nur die Karten benutzen, die in den Truhen waren, quasi, um ein Deck zu bauen. Wir wollen gleich mal testen, ob das funktioniert. Ich fange einfach dafür mal mit der Goldtruhe an und gucke mal, was da drin ist. Ich öffne die mal und dann schreibe ich mir das mal eben ab. Wir haben ja hinterher die Übersicht. Also, wir haben Pfeile. Das ist ja schon mal okay. Ofen, Feuergeister und Wächter. Okay, also. Pfeile, Ofen. Ja, ich kann es mir nicht merken. Das habe ich in der Hälfte vergessen. Feuergeister und Wächter. So, jetzt muss ich mal eben kurz mal wieder die Katze entfernen. Und dann können wir mit der nächsten Truhe weitermachen. Ich hoffe, dass wir so auf 8 Teile kommen. Wenn wir 8 erreicht haben, können wir einerseits entweder Schluss machen oder wir haben noch einen Joker. Wir gucken mal, was wir dann nehmen können. So, 3 Musketiere und den Ritter. So, Musketiere, Ritter. Okay. Das steht auch. Jetzt sind wir bei 2, 4, 6. Das müsste aber doch jetzt passen mit der nächsten Silbertruhe. Wenn sich da jetzt nichts überschneidet. Wir wissen es natürlich nicht. Wir wissen es natürlich nicht. Schweinereiter. Schwein. Und als letztes der Königsriese. Königsriese. So. Okay, das heißt, wir gucken mal, ob wir damit was hinbekommen. Also, fangen wir mal an. Nehmen die... Achso, ich muss natürlich gucken, dass ich jetzt nicht mein normales Deck hier verfummele. So, wir nehmen die Pfeile. Wir nehmen den Ofen. Wo ist der Ofen? Das Öfelein, da. Wir nehmen Feuergeister. Also vielleicht ist das ja gar nicht so verkehrt. Wir müssen das mal beobachten. So, dann müssen wir die Wächter nehmen. Die ist natürlich erst Level 3. Ich weiß nicht, ob wir die mal verbessern müssen, vielleicht vorher. Dann die 3 Musketiere. Wo sind sie? Da sind sie. So, dann haben wir den Ritter. Der ist hier. Und wir haben Schwein und Königsriese. So, ich bin gespannt, wie sich das gleich macht. Wir machen aber vorher die beiden Truhen noch auf und gucken, ob wir noch irgendwie... cheaten können. Da ist noch ein Megalakai drin. Ja, ich weiß nicht, das macht keinen Sinn. Würde es wahrscheinlich nicht so viel Sinn machen. Und ein Blitz noch. Und hier wäre noch Heilzauber drin und Koboldgang. Und ein Klonzauber. Ja, guck mal. Hätten wir sogar noch eine epische nehmen dürfen. Jetzt habe ich, mittlerweile habe ich jetzt 2 oder habe ich schon einen gespendet? Nein, ich habe 2. Hui. Krasse Scheiße. Hey. Heilzauber auf Level 2. Jawoll. Läuft. Bei mir läuft. Auf jeden Fall richtig. So. Das also das Deck aus den Karten, die wir gerade bekommen haben. Wir könnten den Königsriesen auf Level 11 machen. Wir haben dann aber kein Gold mehr, um den Magier zu machen. Aber da brauche ich eh noch ein paar mehr, ne? Sollen wir das mal... Ja, komm, weißt du was? Wir machen das jetzt mal. Um zu gucken, was dabei rumkommt. Wir könnten ihn sogar auf Level 12 machen. Krasse Scheiße. So, die Gratistruhe... Können wir natürlich auch nochmal eben anklicken, da wäre noch Magier gewesen. Das ist aber generell nicht verkehrt. So, jetzt haben wir natürlich ordentlich Platz für die Truhen. Wir sind in der legendären Arena 3800 Plus, Arena 11. Und ja, nach oben haben wir noch ein bisschen Luft. Und ja, wir wollen mal gucken. Es ist natürlich jetzt nicht so clever, in der Höhe direkt zu starten mit so einer Challenge. Aber wir können nochmal spenden. Es hat sich halt so ergeben und deswegen, selbst wenn wir jetzt ein bisschen abkacken, das soll dann halt so sein. Mal gucken, was jetzt dabei rumkommt. Ich bin gespannt und ja, wir werden mal gucken, wie wir uns mit der Nummer jetzt hier schlagen können. Es ist generell, schwer zu schätzen. Man weiß ja immer nicht, wie sich so Decks dann so entwickeln, wenn man die benutzt. Und deswegen müssen wir einfach mal schauen, was dabei rumkommt. Ja, da oben kommen wir jetzt schon mal sogar ganz gut durch. Seinen Friedhof unten, den konnten wir ganz gut kontern. Da waren die Wächter ganz ordentlich für, wenn wir uns das mal so angucken. Und da haben wir sein erstes Türmchen schon. Hier, guck mal da. Guckt euch das mal an, meine Freunde.
Kam natürlich jetzt auch noch nicht viel Gegenwehr von ihm. Das muss man dabei sagen. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt mal auf volles Risiko... Na, so. Kommt auf jeden Fall sein Inferno-Drache. Den kriegen wir mit den drei Musketieren gut weg. Jetzt hoffentlich hat er keinen Feuerball oder so eine Scheiße. Aber wir müssen mal die Pfeile setzen jetzt. Der ist down. Ja, gut. Und jetzt können wir die Feuergeister mal dabei ballern. Und hoffen, dass da noch irgendwas... Ja, die Valkyrie macht nicht allzu lange. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Schüsse auf sein Türmchen. Haben wir hier aus Zufall jetzt auf einmal ein gutes Deck gefunden oder was? Ich glaub's ja nicht. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt sollen wir einmal den Ofen... Ja, genau. So machen den Ofen so, dass der auf der Seite ein bisschen die Truppen von ihm dann immer wegbrezelt. Das ist ja ganz ordentlich. Und dann können wir eigentlich schon mal den Königsriesen, den Königsriesen mal ansetzen. Und auch den Schweinereiter. Und mal gucken, was er dann dazu noch entgegenzubringen hat. Ja, da kommen die Lakaien. Ah, die Pfeile kommen ein bisschen spät von uns. Mist. Ja, und der Inferno-Drache haut natürlich dann den Rest kaputt. Aber ich glaube, wir sind immer noch ganz gut dabei. Ich würde mich natürlich jetzt wieder tierisch selber ärgern, wenn ich gegen jemanden spielen würde, der die ganze Zeit den Ofen spammt. Aber es war die Challenge, es war die Herausforderung. Die Wette, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ja, jetzt hat er da die Prinzessin hingesetzt. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich will jetzt mal Folgendes machen. Genau, das ist nämlich meistens tödlich. Wenn da die drei Musketiere stehen, dann gibt es meistens auf die Nase. So. Die Jungs können sich gegenseitig ein bisschen begatten da vorne. Da hauen wir die Pfeile drauf. Da passiert dann nicht mehr so viel. Hier können der Ritter noch hin. Der eine muss mal hier weg da von ihm, der Ösel. So. Okay, ich weiß nicht, ob wir in 7 Sekunden den Turm schaffen werden. Ich bezweifle es mal. Wir könnten ihn jetzt... Ne, wir können ihn nicht den Turm holen lassen. Das schaffen wir nicht. Können noch einen zweiten setzen. Aber egal, wir haben gewonnen, meine Freunde. Wir haben gewonnen. Ich glaube, das Deck ist nicht so schlecht und wir haben echt die ersten Dinger genommen, die in den Truppen drin, die in den Kisten drin waren. Das heißt, wir haben da nicht irgendwie Schmu gemacht. Ihr habt live gesehen, ihr wart live dabei. Mal gucken, ob das sich auch so beibehält. Aber die Wette hätte ich damit schon mal gewonnen, weil die Wette war, dass ich nicht damit gewinnen kann. Das hätten wir damit schon mal außer Kraft gesetzt. Wie es natürlich jetzt weitergeht, wie sich das auf Dauer schlägt, ist jetzt die nächste Frage. So, Katze nochmal weg. Und dann, ja, müssen wir uns mal angucken, wie sich das auf Dauer entwickeln wird. Aber generell fand ich das jetzt mal nicht verkehrt. So, gut, jetzt wird natürlich da der Königsriese ein, zwei Schüsse schon mal hinbekommen. Aha, guck mal, er hat echt voll viel Ähnliches wie wir jetzt. Aber, na, müssen wir gucken. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir den Königsriesen... Ja, der Wächter hat natürlich jetzt voll einen drüber gekriegt. Und jetzt kann ich den Königsriesen nicht kontern. Jetzt stehe ich nämlich schon auf dem Schlauch. Ihr seht es? Jetzt stehen wir auf dem Schlauch. Ich könnte jetzt die Feuergeister setzen, aber was sollen die gegen den Königsriesen ausrichten? Nicht wirklich viel. Und, ja, so begeistert, wie ich jetzt gerade war vom Deck. Ja, so schnell hat sich jetzt die Herrlichkeit schon wieder in Luft aufgelöst. Was man halt jetzt sehen kann. Jetzt muss ich mal eben warten, bis die scheiß Feuergeister da weg sind. So. Vielleicht können wir noch... Oh. Okay. Ich gebe es mehr oder weniger, wir können aufgeben. Das Ganze, so gut wie es gerade geklappt hat, so schlecht wird es jetzt klappen. Also ihr seht, es hängt immer auch einfach vom Deck ab, was gerade funktioniert und was nicht. Und natürlich auch vom Gag des Gegners. Gag des Gegners, genau. Vom Gag... Mein Gott, vom Deck des Gegners. Ist doch nicht so schwer. Und das macht uns gerade ein bisschen die Hölle heiß. Ja gut, er spammt aber natürlich auch extrem mit den Öfen rum. Ich darf mich jetzt zwar gerade nicht beschweren, aber... Ah, kommen die zu spät. Ich kotze einen Strahl. Naja, egal, jetzt können die ein bisschen was abfangen. Wir werden auch noch nicht mal mehr da oben den einen Turm kriegen, befürchte ich. Können die drei Musketiere jetzt nochmal gegen den Königsriesen setzen. Und dann wird sich das Thema zeitnah erledigt haben. Jetzt wird er direkt nämlich die nächsten... Ja, wird die nächsten Sachen schon bauen. Ja, die drei Musketiere sind schon down. Ja, genau, was ist da denn passiert? Das kann doch nicht sein. Ja, ihr seht es, also... So gut wie es gerade geklappt hat, so scheiße klappt jetzt. Gleicht sich halt immer alles irgendwie aus, der ganze Scheiß.
Ich habe auch das Gefühl, dass er irgendwie doppelt so häufig irgendwas setzen kann wie wir. Ja, komm, wir lassen jetzt durchlaufen. Dann soll er jetzt auch 3-0 gewinnen von mir aus. Ist dann egal. Ihr habt es gesehen. Ich habe aber das erste Spiel immerhin geschafft. Das zweite ging in die Buchse. Aber, naja, wir müssen das mal im Auge behalten. Ja, genau. Noch ein Holzmeili hinterher. Du bist der Held des Tages, Killua, denn. Okay. So, damit sind wir erstmal durch. Ich bedanke mich fürs Gucken. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ein paar Bomber spenden, ja, genau. Die haben uns gerade ja schön auf die Nerven gegangen. Sie sind uns gerade schön auf die Nerven gegangen. Gut. Also, ein Spiel gewonnen, eins verloren. Wette damit aber gewonnen. Das heißt, ich brauche dieses Mal keine Strafe machen und ihr könnt euch sofort eine neue Wette einfallen lassen. Und, ja, so wie jetzt, das fand ich ganz cool. Also, haut rein. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.